Michael Jackson ist tot. Nach Informationen der amerikanischen Tageszeitung Los Angeles Times soll er stammt gestorben sein. Er war von seinem Haus in Los Angeles um 21.21 Uhr deutscher Zeit mit einem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben eines Rettungssanitäters atmete der 50-Jährige beim Eintreffen der Ambulanz bereits nicht mehr. Wiederbelebungsversuche seien vergeblich geblieben. Mitte Mai war der mit Spannung erwartete geplanter Comeback-Tour in London vom 8. Juli auf den 13. Juli verschoben worden. Drei weitere Shows der insgesamt 50 geplanten sollten erst im März 2010 nachgeholt werden. Die Terminverschiebung hatte organisatorische Gründe, so hieß es. Jaco hält eine ganze Reihe statistischer Rekorde, unter anderem mit Thriller das meistverkaufte Musikalbum der Welt mit ca. 6 Millionen verkauften Exemplaren. Außerdem der mit 890 Millionen US-Dollar höchstdotierte Plattenvertrag aller Zeiten. Und er war der männliche Solokünstler mit den meisten Nummer 1 Singles in den US-amerikanischen Charts, nämlich insgesamt 14. In den Hochwassergebieten Zentraleuropas hat sich die Lage entspannt.